Das ist telefonieren. Ein Nachbar. Das ist ein Fuchs, der rumschreit. So scheiße, das war kein Kind, das war. Ach so, das war kein. Es ist auch kein Fuchs, weißt du, was das ist? Die haben vor kurzem einen Vogel gefunden, der macht diese Geräuschreie. So ein Spatzer, faunähnlicher Vogel. So ein V. So ein Spitzerfaun ähnlicher Vogel macht die Geräusche. Der macht sogar ein Babygeschrei nach. In Dortmund Zoo haben sie den, ne? Ja, so ein komischer Vogel, der das macht. Sind keine Leute. Hinten kommt ein Auto. Wieso fährt er nicht? Hallo, hinter dir kommt ein Auto, fahr mal. Der sucht irgendwas. Das, dieser Vogel, der sitzt immer auf dem Dach, siehst du? Dieser komische Vogel, kann ich dir das zeigen? Der macht diese Geschrei. Das sind keine. Das ist niemanden. Ich sehe da niemanden. Es darf keiner mehr so spät raus. Entweder sitzt er beim 24-Dach gegenüber oder beim 20-Dach der Vogel obendrauf. Ich habe sogar einen Beitrag abgespeichert bei NTV mit dem komischen Geier. Bei der Pflicht weg, siehst du.
So, das sind die Geräusche, die wir nachts die letzte Nächte auch gehört haben, ja. Letzten Monat. Letzten Monat im Februar. Da waren diese Geräusche von dem komischen Vogel auch zu hören. Wenn es besoffen ist, müssen wir gleich die Dings, die Klingel ausmachen. Den Vogel zeige ich dir gleich. Das ist so ein V. Ein schwarzer V ist das, das weiß ich. Und ein Fasan. Wer ist denn mal dieser Hahn? Fasan, richtig? Da hinten werde ich versuchen, den Vogel zu jagen. Zu schänden, Vogel. Der sitzt da hinten auf dem Baum.